Flem Express sicher die grösste Innovation ist der autonome und bedarfsabhängige Betrieb. Das heisst, die Kabinen fahren nur auf Verlangen. Sprich, es bewegen sich keine Kabinen, die nicht einen eindeutigen Auftrag haben. Dadurch, nicht mehr alle Fahrzeuge auf der Strecke sind den ganzen Tag, müssen wir auch weniger Masse bewegen. Weniger Masse bewegen bedeutet auch weniger Stromverbrauch und auch einiges weniger an Verschleißteile-Abnutzung. Wir wollen eine Anlage realisieren, die möglichst energieeffizient ist und möglichst schonend ist mit den Ressourcen auf die ganze Lebensdauer gesehen. Es gibt für das Förderseil verschiedene Kriterien, die uns die Anforderungen an das Seil definiert haben. Wir haben einerseits mit dem Flem Express eine Anlage, die wir ganzjährig betreiben wollen. Ein weiteres Kriterium ist, dass wir auf der ersten Sektion zwischen Flims und Foppen über bewohntes Gebiet fahren, was wiederum erhöhte Anforderungen an die Lärmemission hat. Aufgrund dieser verschiedenen Anforderungen an das Seil haben wir uns dann dafür entschieden, das Performance-Seil von der Firma Fazer aus Romanshorn einzusetzen. Die Entwicklung dieses Seils hat vor rund 25 Jahren angefangen. Und wir sind jetzt eigentlich in der Zwischenzeit so weit, dass wir nur noch ganz kleinste Justierungen machen von diesem Performance-Seil, das jetzt hier auf dem Flem Express aufgelegt worden ist. Das ist mal ursprünglich entwickelt worden, um die litzeinduzierten Vibrationen, also ich rede von Energie, wo Masse in die Stützen hineinkommt, dass man die reduzieren kann. Das hat man geschafft mit dem Profil, das zwischen den Litzen hinein ist. Und durch das läuft das Seil viel ruhiger. Und das heisst, dass wir weniger Ermüdung haben von den ganzen Bauteilen. Das Performance-Seil besteht aus 216 verschiedenen Drähten, hat 6 Litzen, also 6 Drahtbündel. Und dann haben wir zwischen diesen Litzen haben wir noch 6 Profile plus noch eine Seele. Im Gesamten gibt es 223 Elemente, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Einen maßgeschneiderten Anzug produzieren wir für jede Sektion des Flem Express. Der hat eigentlich ein eigenständiges Seil. Da kann ich ganz kleine Parameter abweichen. Wir kommen mit extrem hohen Gewichten her. In der ersten Sektion war das 44 Tonnen, plus noch ein bisschen Lastwagen, und ich schätze tue mit 30 Tonnen ungefähr. Also sind wir mit einem Transportgewicht von etwa 75 Tonnen kommen wir auf die Baustelle. Also das ist eine größere logistische Herausforderung. Die Montagefirma, die tut das ganze Seil eigentlich einziehen. Und nachher ist Fazer wieder verantwortlich für den ganzen Seilspleiß. Und der Seilspleiß, das ist eine Arbeit, die mit sehr viel Hilfspersonal verbunden ist. Ein Monteur, der hat 2 bis 3 Jahre lang technisch muss er begleitet werden, bis er das überhaupt die Technik im FF versteht tut. Man kann es darum auch nicht so ganz einfach erklären. Es ist aber im Grundsatz so, dass man die Seilenden rund 70 Meter übereinander legen tut und dann tut man die miteinander verweben. Ein guter Spleiß. Der ist für einen Laien nicht erkennbar als Spleiß. Das ist gleich wie der Rest des Seils. Also für die ganze Anlage, für die 5 Sektionen, haben wir insgesamt 15 km Seile gebraucht und bestellt. Das Performance-Seil hat eine sehr lange Lebensdauer. Die Lebensdauer wird bis zu 50% länger sein als bei herkömmlichen Seil. Voraussichtlich wird es so aussehen, dass wir den Zeitplan einhalten können, sodass wir am 16. Dezember in Betrieb gehen können mit dieser Anlage.